Hi, du hast den FPV-Drohne gekauft, jetzt fragst du dich, wie kriege ich das Ding wieder auf den Boden? Vielleicht sieht dein Landen ja immer noch so aus, aber keine Sorge, das fixen wir heute. Zu beachten ist, Landen ist Ausschalten in der Luft. Ja, wir disarmen die Drohne, bevor sie auf den Boden aufkommt. Diese Dinger sind ganz schöne Biester. Ne? Wenn wir die mit dem Throttle auf den Boden setzen, passieren schreckliche Sachen. Ja? Behaltet das immer im Kopf. Wir disarmen den Kopter, wenn wir denken, er ist auf einer sicheren Geschwindigkeit und auf einer sicheren Höhe. Und dann stürzt er kontrolliert ab. Also Landen ist eigentlich Crashen mit Style. Auf geht's. Alright, Kopter läuft, wir starten direkt rein. Also, bevor wir landen, müssen wir natürlich erstmal in die Luft. So. Also landen. Jetzt ist ein bisschen Wind, ist aber überhaupt kein Problem. So, wir nehmen mal an, wir haben hier unser, beenden gerade unseren Flug, ne? Und jetzt wollen wir unser Ziel, wollen wir den Flug beenden und landen. So, das erste, was ihr macht, die erste Art vom Landen, ihr fliegt langsam an und einfach aus die Kiste. Ihr habt gesehen, ich war einen halben Meter hoch ungefähr, das ist überhaupt kein Problem. Ich hole mal schnell den Kopter und dann geht's weiter. Genau, das war das einfachere Landen. Jetzt versuchen wir es mal mit ein bisschen mehr Präzision. Auf geht's. Also, wieder hoch in die Luft und wir verschwenden diesmal gar nicht so viel Zeit. Das Szenario kennt ihr. Ihr seid gerade geflogen und wollt den Flug zu Ende bringen. Also, dann müsst ihr das hier können. Ihr müsst schweben können. Das nennt sich Hovern in der Slangsprache. Ihr seht, meine Drohne bleibt ganz ruhig. Ne? Das Wichtige hierbei ist, ihr müsst die Position finden, an der die Drohne, die Throttle-Position finden, an der die Drohne, an der eure Drohne schwebt. Ne? Das kann 30% sein, 50%, bei mir ist es ungefähr 40%. Dann bleibt die Drohne ganz ruhig. Und ihr seht, ich bin nicht im Angle-Modus, ganz geringe Stick-Kontrolle. Ganz geringe Stick-Movement bringt euch hier am meisten. So. Sobald ihr schweben könnt, an einer Stelle, können wir es auch mal ein bisschen variieren, die Höhe. Wir gehen ein bisschen hoch, kommen wieder runter und versuchen wieder auf der Position zu schweben. Genau, sobald ihr das beherrscht, dieses Schweben, können wir auch mal versuchen, ganz präzise, langsam das anzufliegen. Wir nehmen jetzt mal hier meinen kleinen Rucksack hier, versuchen den anzusteuern. Ja. Ihr seht, ganz kleine Movements, bewegt gar nicht viel. Zack, nicht getroffen, macht aber gar nichts. Das war eine koordinierter Crash, eine koordinierte Landung. Ganz weit schon ein bisschen fortgeschrittener, ne? Aber wie sollten denn eure ersten Landungen aussehen? Die ersten Landungen, ganz ehrlich, ihr werdet hier irgendwie so rumzappeln, hier links und rechts und tralala, kommt dann einfach in eure Nähe. Aus. Bombs. Da liegt er. Und das war's. Das hält die Drohne wunderbar aus. Und wenn ihr einen kleinen Pieper dran habt, vielleicht hört ihr es, findet ihr die auch immer wunderbar wieder. Aber denkt dran, wir fliegen keine Kameradrohne, wir fliegen eine FPV-Drohne. Die sind genau dafür gemacht. Die sind dafür gemacht, zu crashen, auf den Boden aufzuschlagen und danach wieder in die Luft zu steigen. Hey, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, ich habe noch eine ganze Trickserie oder eine FPV-Schule, How to FPV. Da zeige ich euch, ich mir selber das Drohnefliegen beigebracht habe und gebe euch ein paar Tipps an die Hand. Eine kleine, ja, kleine Tutorials ist hier auch verlinkt in der Endcard. Alright, wir sehen uns.